herzlich willkommen zu Titan Poker Review Part 3. Diesmal wieder auf No Limit 100. Alle Hände, die jetzt folgen, sind auf Six Max Table zustande gekommen. Erste Hand, Pocket Damen, habt ihr geraced, hat ihr gecallt, wird hier irgendwie nicht angezeigt. Squeeze von diesem Spieler und ihr seht hier riesen Squeeze-Wert von 14,3%. Da sind Pocket Damen natürlich super. Ich min 4 Bette hier im Endeffekt. Will natürlich ein All-In provozieren. Das passiert auch genau. Seht hier, habt zwar nur 172 Hände von ihm, aber ihr seht hier die pinke 0. Die pinke 0 bedeutet, dass er noch nie auf eine 4-Bet gefoldet hat. Also gilt im Endeffekt hier eine Range von 14,3%, die natürlich gigantisch weit ist. Deswegen keine Zeit zu verschwenden. Da muss man natürlich mit Pocket Damen callen. König ist keine gute Karte, will ich natürlich nicht sehen. Aber plus EV... Er hat Ass-Bube suited gehabt, bin natürlich hier glücklich, dass ich nicht ausgesackt worden bin und ist auch typisches Beispiel, wie aggressiv Six-Max-Tables sind und ja, wie durchaus profitabel das hier ist, mit Damen zu callen und ja, schöne erste Hand zum Aufwärmen, ist leider nicht so weitergegangen. Diesmal Pocket Achter im Small Blind. Ich raise hier. Ihr seht mal, wenn ihr meine Ranges wissen wollt. 94% aller Zeit raise ich hier First In vom Button, vom Small Blind. Gegner 3-betted. Und wenn man sich hier die Zahl anschaut, der 3-betted mit 21% vom Big Blind. Das ist natürlich schon... ja, eine absolut weite Range. Die Pocket Achter ist jetzt keine bärenstarke Hand, aber gegen eine 21%ige Range ist es ist die Karte so gut, dass man weiterspielen sollte. Also Fold, finde ich, steigt hier aus. Callen out of position gegen einen aggressiven Gegner ist auch nicht gut. Was macht man, wenn jetzt ein König kommt? Muss man eigentlich fast schon aussteigen. Ist irgendwie leicht auszubeuten. Deswegen finde ich, hier ist eine 4-Bet im Endeffekt der richtige Weg. Und ihr seht hier, die pinke 20 sagt Fold to 4-Bet nur 20%. Also kann man hier im Endeffekt seine Range gut ausrechnen. Das waren die 21%. Mal 80%, wo er entweder called oder raised. Also er hat hier... Wenn er called oder all-in geht, eine Range von 16,8%. Also wäre er all-in gegangen, ich hätte gecallt. Aber wir haben hier einen Profi sitzen. Der geht nicht einfach all-in, der called. Komisch. Ja. 10 Highboard, 10, 5, 6. Ja. Pocket Achter können gut sein. Pocket Achter können schlecht sein. Aber ich... find, es ist, man hat hier keine Ahnung und finde hier, dass eine Continuation Bet die beste Wahl ist. Ich habe mich hier für $23 entschieden. Wenn er All-In geht, ich bin noch nicht Pot-Committed oder ich bin noch nicht so Pot-Committed, dass ich callen muss. Ich kann mich noch von der Hand befreien. Und ja, will hier einfach, wenn er foldet, ist es in Ordnung. Wenn er All-In geht, okay, weiß nicht, was ich mache. Und ich kriege auf jeden Fall Informationen raus. Ja, er called. Sehr komisch, weil, ja, welche Hand 3-bettet vorm Flop, called eine 4-bet und called dann diesen Flop? Also, ja... Ass 10, 10, 9, 10 Bube. Ist natürlich sehr unglücklich, weil wenn jetzt hier, wenn das Board ja anders wäre, wenn jetzt Ass König kommen würde oder König 10, 3, dann sind die Achter natürlich nicht so, sehen die nicht so prickelnd aus, aber nur eine Overcut und so viel Zehner finde ich sind nicht in seiner Range. Ja, Call, komisch. Ja, jetzt kommen die 7. Und
Ja, ich stehe hier im Endeffekt, der Port ist $92 hoch und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt All-In gehe, ob das eine Value-Bet ist, ob es ein Semi-Bluff ist. Ich habe im Endeffekt keine Ahnung, aber ich will einfach nicht checken. Im Endeffekt aus demselben Grund, warum ich am Flop nicht checken möchte, weil der Gegner, ich habe einfach Angst, dass er behind checkt und das sind viele Karten, die mir wehtun. Ass, König, Bube etc. Vielleicht hat er Ass König, vielleicht hat er einen Flush Draw und spielt es komisch. Ich weiß es nicht, aber es sind viele Karten, die mir wehtun. Es kann sein, dass es eine Value Bet ist, wenn ich jetzt All In gehe, was ich gemacht habe. Es kann auch Semi-Bluff sein. Ich weiß es einfach nicht, aber ich glaube, Semi-Bluff oder Value Bet, es ist, glaube ich, hier eine richtige Entscheidung gewesen, All In zu gehen. Wird hier gecallt. Bube kommt und. Ah, ich mach's nicht spannend, egal. Gewinne die $12, ich habe die Hand verloren und der Gegner zeigt mir Pocket Asse. Es ist frech. Ich meine, ich habe schon gesagt, wäre vorm Flop All-In gegangen, ich hätte gecallt, weil seine Range, haben wir ausgerechnet, ist 16,8% gewesen. Und da sind Pocket Achter absoluten All-In-Wert, aber so. Ah, 4-Bet-Callen, Flop-Callen und dann, ich kriege auch noch Outs. Ich meine, wenn der Flop anders kommt, wenn das Board anders ist, ich gehe mit meinen Pocket-8er nicht broke, aber die Dame-Broker, ich bin wahnsinnig oft gegen Asse gelaufen und die Spots waren so komisch, dass ich auch, ja, ich bereue nicht, All-In gegangen zu sein am Turn. Und es ist natürlich auch nichts gekommen. Naja. Ja. Nächste Hand, diesmal habe ich die Asse. Habe hier ein Raise und ich kann squeezen. Ihr seht hier, ich habe einen relativ kleinen Squeeze-Wert von 3,8. Hoffe natürlich, dass der hier callt oder einer von den beiden callt. Also, das ist hier ein absoluter Rack gewesen, aber ihr seht auch, sehr fast schon ausgeglichene Balance. Kann hier auch gut sein, dass er trappt. Ja, aber ich habe Pocket Asse. Squeezen ist natürlich Standard hier, weil der Gegner, der noch nach mir kommt, hat jetzt nicht so den prickelnden Squeeze, wäre, dass man davon ausgehen kann, hier einen guten Call zu machen. Ja, ursprünglich Razor geht aus, Regular called. Guter Flop. Und wie schon öfters bei mir gesehen, ich setze hier immer so ein halbes Pot-Size. Halben Pot-Size-Bet an. Werd hier gecallt. Ist natürlich ein super Spot für mich. Pocket König, Pocket Asse sind hier meistens vorne. Wenn man sich hier mal in 3-Bet-Pots seine Fold-to-Conti-Bet-Wert anschaut, das sieht schon nach einem gut aus. Da ist noch viel Luft dahinter. Ja, jetzt kommt die 2. Ist natürlich eine super Karte für mich. Und man kann hier jetzt natürlich nochmal setzen, aber ich finde hier ein Track Race ist eigentlich das Schönste, weil er einfach viel Luft in seiner Range hier hat und er, ja, meiner Meinung nach setzen würde, wenn ich hier zu ihm check. Ja, ich check hier, kommt leider kein Bet und von daher gibt es auch keinen Check Race. Jetzt kommt die 8. Weiterhin harmlose Karte. Und jetzt ist es einfach so gewesen, dass ich mir gedacht habe, naja, sein Turn-Check weist darauf hin, dass er Showdown-Equity hat. Nicht Showdown-Equity, Showdown-Value hat. Weil wenn er einen Gutshot hatte oder einfach nur gefloatet hätte, dann hätte er ja gesetzt. Und dadurch, dass er nicht gesetzt hat, sagt mir eigentlich schon, dass er eine Karte hat, wo er sich nicht sicher ist, ob die die beste ist, aber die durchaus, wo er jetzt nochmal was zahlen würde. Ja, und ich bin ein gieriger Freund und will natürlich gleich alles haben. Ja, weil. Will's ihm einfach hier verkaufen, dass ich ja, dass ich ihn raushaben will. Und er callt hier und ja, ich gewinne den Pot und er hat im Endeffekt genau das gehabt, was ich ihm gegeben habe und er hat genau das gemacht, was ich von ihm wollte. Wenn es halt nur immer so einfach wäre, ne?